darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Ralfi. Ich finde es jedenfalls toll, dass Sie einen Blick in die Zukunft der Arbeitswelt wagen. Grundsätzlich ist es immer interessant, über die Zukunft zu reden. Und da ist natürlich heute voll erfüllt worden. Auf der anderen Seite sieht man auch, wie schwierig das ist, über die Zukunft zu reden. Wie schwierig das eben ist, eine Vorstellung zu haben, wie es zukünftig könnte aussehen und dann darüber zu reden, wie wir dort herkommen. Und wir haben eine Studie gemacht im vergangenen Jahr, wo der Frage nachgeht, inwieweit sich eben die Digitalisierung auf die Arbeitswelt auswirken wird, wer sie unterstützt und wie man sie gut gestalten kann. Das haben wir zum Anlass genommen für das zweite St. Galler New York Forum. Unsere letzte Studie ging zum Thema Gestaltung der digitalen Transformation und hat gezeigt, dass das sowohl Chancen gesehen werden, aber auch Sorgen bereitet. Ich denke, wichtig ist, dass man wirklich auch eben den Menschen nicht vergisst. Dass wir nicht einfach uns nicht auf die Maschine verlassen können. Dass wir einfach auch immer einen guten Mittelweg finden müssen. Also vor allem die Leute auch bei uns im Geschäft abholen, mit den Ängsten anschauen. Auch Skeptiker nicht einfach auf die Seite schieben, sondern sagen, was ist da dran, mit diesen Leuten auch reden. Ja, ich denke, wir digitalen Nomaden sind die Spitze vom Eisberg. Digitaler Nomad ist jemand, der seinen Laptop unter den Arm nimmt und irgendwo herreist, wo es schön warm ist meistens, dort seinen Laptop aufklappt, mit gutem Internet näher kann arbeiten. Ist super organisiert, interessante Vorträge. Was mir jetzt da sehr gefallen hat, ist das Netzwerken können. Es sind auch Leute gekommen vom Ausland, habe ich jetzt mitbekommen. Eine tolle Location, blendend organisiert, auch die Veranstalter und Gastgeber in einer tollen Funktion.